Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mal mit euch drüber reden, welche sind aktuell meine Top 4 Produkte, die ich mir zu Karmosin und Purpur vorbestelle oder schon vorbestellt habe, welche ich euch empfehlen würde. Ich werde jedes Produkt mal mit euch durchgehen, wie viele Booster sind drin, wie ist der Boosterpreis von der Box, werde euch erzählen, warum habe ich mir die vorbestellt und warum solltet ihr euch die vorbestellen. Fangen wir mal an. Meine Top 4 von Karmosin und Purpur, was ich mir vorbestellt habe, ist die Build-in-Battle-Box. Darin ist enthalten zwei Build-in-Battle-Kits und jeweils in dem Kit ist ein Deck, ein spielbares Deck, was man sofort auspacken kann und spielen kann. Dann noch eine von vier zufälligen Promos und vier Booster, mit denen man halt nochmal sein Deck ein bisschen aufwerten kann. Und wenn man noch einen Kumpel hat oder einen Freund, mit dem man mal eine Runde zocken möchte, dann hat jeder quasi ein Deck und hat noch vier Booster, kann sein Deck ein bisschen aufwerten und dann kann man gegeneinander spielen. Und zusätzlich hat man noch obendrauf drei Booster. Also für mich eigentlich ein schönes Produkt, um einfach mal zu spielen. Momentan kostet es bei Card Market. Der billigste englische Verkäufer für 58,99 €, was ein Boosterpreis von 5,36 € pro Booster entspricht, was ich finde ist sehr hoch. Und in Deutsch sogar sind wir bei 62,95 € die Box, was ein Boosterpreis von 5,72 € entspricht. Ich für meinen Teil habe mir die auch gekauft, um euch die auch mal vorzustellen, was ist da drinne und alles. Habt ihr aber über einen anderen Online-Händler bestellt, nicht über Card Market. Und da habe ich 54,75 € bezahlt, was ein guter Preis ist, finde ich. Da liegen wir bei einem Boosterpreis bei 4,98 €. Und für jeden, der mal so eine Runde mit einem Kumpel oder so spielen möchte, einfach mal so und ein bisschen Spaß haben möchte, ist es für mich ein richtig schönes, gelungenes Produkt. Meine Top 3 von Karmosin und Purpur ist die Top-Trainer-Box bzw. die Elite-Trainer-Box. In der ist jetzt auch neu, statt 8 Booster, 9 Booster, eine Promokarte, dann Sleeves und Würfel. Und zusätzlich noch, jetzt seit Karmosin und Purpur oder beziehungsweise zu Karmosin und Purpur zum Base-Set, auch eine schöne Promokarte von Co-Ridern und Miraidon. Gehen wir mal rein, was es bei Card Market kostet. Da liegen die Top-Trainer-Boxen. Die erste oder die billigste momentan kostet 41,25 €, was ein Boosterpreis von 4,58 € in Englisch entspricht. Und in Deutsch sehen wir hier 45,95 € kostet die billigste Top-Trainer-Box, was ein Boosterpreis von 5,11 € entspricht. Warum mache ich das auf Platz 3? Weil für mich ist es der Pluspunkt die Promokarte. Eine schöne alternative Miraidon oder Co-Raidon-Karte, je nachdem, welche Top-Trainer-Box man bestellt. Ne? Ich habe mir von jeder Box zwei bestellt, dass ich jede Karte zweimal besitze. Hoffentlich auch in einem schönen Centering und einem guten Zustand. Deswegen habe ich mir zwei bestellt. Und halt natürlich auch, um euch die zu zeigen und ein bisschen Content zu bringen. Ne? Als nächstes auf der Top 2 bei mir ist der Dreierblister, weil in dem Dreierblister sind drei Booster und eine Promokarte. Ich finde, der Blister ist so ein tolles Geschenk für zwischendurch oder wenn man einfach mal Bock hat, hey, ich will mal drei Booster aufmachen, ne? Dann kaufe ich mir so ein Produkt, weiß, dass es nicht irgendwie gerepackt oder die Booster sind nicht abgewogen. Die kann ich mir einfach mal bestellen und dann halt aufmachen. Und vor allem ist ja auch Ostern, ist ja auch ziemlich bald, ne? Und dafür ist es eigentlich auch ein ziemlich schönes Geschenk. Zum Beispiel hat meine Frau letztes Jahr auch zu Nikolaus gemacht, hat mir zwei Dreierblister von Silberne Sturmwinderin gepackt. Finde ich ein schönes Produkt. Können wir ja mal reingehen bei Card Market, was die momentan kosten. Bei Card Market kostet die billigste englische, wie man hier sieht, 14,50 € je Blister, was ein Boosterpreis von 4,83 € entspricht. Und die billigste deutsche ist bei 16,80
8,98 €, was einem Boosterpreis von 5,66 Euro entspricht. Jedoch gibt es online, wenn ihr ein bisschen schaut, bei anderen Online-Händlern, habe ich zum Beispiel, ich habe mir die für 13,75 Euro geholt, was einem Boosterpreis von 4,58 Euro entspricht, was echt, echt okay ist. Und man hat halt zwei verschiedene Artworks, einmal das Arcani und einmal das Herashai. Also für mich ein schönes Produkt, was man einfach mal so zwischendurch aufmachen kann. Dann mein Top-Produkt ist für mich das 36er-Display. Einfach mal 36 Booster drin, man kann jede Menge aufmachen und wenn man seine Sammlung irgendwie komplettieren möchte, beziehungsweise sich eine kleine Sammlung aufbauen möchte, hat man dann natürlich den billigsten Boosterpreis. Können wir auch mal kurz reingehen. Hier auf Card Market, der billigste englische Anbieter ist momentan für 122,99 €, was einem Boosterpreis von 3,42 Euro entspricht. Und das billigste deutsche liegt bei 127,99 €, was in Deutsch einem Boosterpreis von 3,56 Euro entspricht. Ich habe mir zwei Displays vorbestellt von Kamezin und Purpur in Deutsch. Und damit ich damit ein bisschen meine Sammlung aufbauen kann, werde ich so gucken, wie sich die Preise entwickeln. Werde mir natürlich auch noch zwei oder vielleicht drei noch nachbestellen. Vielleicht lege ich mir auch noch eins weg für meine Zielsammlung. Schauen wir mal. Jedenfalls würde ich sagen, bestellt vielleicht einiges vor, wenn ihr von jedem Produkt was haben wollt. Also wenn ihr deutsche Sammler seid oder wenn ihr gerne deutsche Produkte aufmacht, bestellt euch vielleicht ein, zwei Sachen vor. Man weiß immer nicht, wie die Produktverfügbarkeit ist in Deutsch. In Englisch würde ich noch nichts vorbestellen, sondern würde gucken, zu Release gehen bestimmt die Preise noch runter. Aber in Deutsch ist ja immer die Produktverfügbarkeit sehr schlecht. Und kann halt wieder sein, dass man am Anfang keine Produkte oder wenig Produkte bekommt oder die dann wieder in die Höhe steigen. Ich warte noch ein bisschen ab, hoffe natürlich, dass genug deutsche Produkte kommen, ich mir noch eins, zwei Displays oder vielleicht drei bestellen kann, die ich mit euch dann natürlich aufmachen werde. Aber an alle Leute, die englische Produkte aufmachen, ich würde noch ein bisschen warten, weil zwischendurch hatte ich nämlich auch mal gesehen, waren die Preise bei 119 € pro Display. Da würdet ihr hier im Gegensatz zu jetzt noch 3 € sparen. Und englische Produkte, die werden immer sehr, sehr lange verfügbar sein. Es gibt natürlich auch noch andere Produkte, die habe ich gesehen bei Card Market. Wie zum Beispiel der Sleeve Booster. Bis jetzt nur in Englisch bei 4,50 € der billigste. Ich habe sonst noch bei den Online-Händlern noch keine Sleeve Booster gesehen. Jedenfalls da, wo ich bis jetzt immer bestelle, habe ich noch nichts in der Vorbestellung gesehen. Werde ich mir auch nicht holen, weil ist mir einfach zu teuer. Dann kaufe ich mir lieber ein Display und nehme mir irgendwann mal einfach eins raus und mache das einfach auf. Dann kommt noch das Pre-Release Pack oder das Build and Battle Kit, wo ja eine Promo drin ist, eine Promokarte, wie ich ja vorhin gesagt habe, eine Promokarte, 4 Booster und halt ein spielbares Deck, ne? Wo ihr sofort einfach aufmachen, ein bisschen rumtüfteln, was habt ihr noch für coole Karten gezogen und dann einfach gegeneinander spielen könnt. Da liegen wir momentan in Englisch bei knapp 30 € und in Deutsch bei 33 €. Aber für mich, sage ich mal, dann hole ich mir lieber so eine Build-in-Battle-Box. Dann habe ich 2 drin und habe auch einen viel billigeren Boosterpreis. Ne? Dann haben wir hier noch den Premium Blister. Kostet momentan der billigste auf Card Market 6,50 €. Ich habe jetzt auch noch nichts weiter bei irgendwelchen Online-Händlern gesehen, die anbieten. Ne? Jedenfalls nicht bei den Online-Händlern, wo ich bestelle. Und 6,50 € für einen Booster und 3 Promokarten, die noch nicht mal aus der Kamezin und Purpur-Ära sind, ist mir persönlich zu viel. Ne? Also würde ich nicht ausgeben für. Dann haben wir noch die Einpack-Blister, zum Beispiel hier, in Englisch für 4 € den Booster mit einer Promokarte und einem Coin. Ist auch was Tolles, kann man vielleicht auch mal kaufen, vielleicht noch ein Dreier-Blister dazu. Und dann hat man so ein schönes Geschenk so zu Ostern. Ne? Da hat man so 2 Promokarten, einen Coin, 4 Booster, hat ein bisschen was zum Aufmachen.
ist eigentlich auch nicht schlecht. Vor allem für 4 Euro ist auch ein guter Preis. Was eigentlich auch noch ein schönes Produkt ist, ist das Karmesin und Purpur 6 Booster Bündel. Aber da habe ich leider hier auf Cardmarket keine Preise gefunden, konnte somit, ist es halt nicht mit in meiner Bewertung mit eingeflossen, weil ich nicht weiß, was da so ein Boosterpreis ist. Ne? Und die Frage ist halt auch für mich als deutscher Sammler, wird es überhaupt in Deutsch geben? Weil an sich ist es ein schönes Produkt, ne? Einfach mal so 6 Booster aufmachen, sagen wir mal bei 24,99 wäre ein ordentlicher Preis, wobei ich mir da dann doch lieber denke, kaufst du dir ein Display, nimmst dir ja mal 6 Booster raus, rupst die Booster auf, als wenn ich mir hier so ein 6er-Pack hinstelle. Ne? Aber an sich so 6 Booster, die man einfach mal so verschenken kann, als Geschenk, ist halt was Tolles. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Was sind eure Top 4 Produkte aus Karmesin und Purpur? Würdet ihr anders entscheiden? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst ein Abo da, damit der Kanal noch ein bisschen wachsen kann. Gebt dem Video einen Daumen hoch und ansonsten ciao!